Das hier sind die KEF LSX2 Wireless Aktivlautsprecher und warum die eine komplette HiFi-Anlage ersetzen können, das werden wir in diesem Video beantworten. Und dann bleibt nur noch die Frage, ob sich das für euch zu Hause auch lohnt. Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de und ich habe heute Olaf neben mir. Hallo Fitus. Denn er ist der Experte für die wirklichen HiFi-Lautsprecher und erzähl mir doch mal, was macht diese Dinger jetzt so besonders? Ja, du hast es im Prinzip eben schon gesagt, das sind Aktivlautsprecher und das heißt, ich brauche schon mal keinen Verstärker. Außerdem habe ich alles an Anschlüssen und alles an Streaming-Fähigkeiten, was ich brauche in diesen zwei Kisten. Ich brauche nichts anderes, um damit Musik zu hören. Und zu einem Überfluss in der gerade vorgestellten neuen Version kann ich die per HDMI noch an den Fernseher anschließen. Das heißt, ich brauche auch keine Soundbar mehr. Das ist alles, was ich an Audio-Equipment im Wohnzimmer brauche. Was heißt das denn jetzt genau? Was ist alles, was man brauchen kann? Also alles, was ich jemals in meinem Leben zum Musikhören gebraucht habe. Sie gehen ins WLAN. Das heißt, du kannst mit ihnen Spotify streamen, aber auch Tidal, Qoboos, wenn dir bessere Qualität wichtig ist. Du kannst andere digitale Quellen anschließen, wenn du noch einen CD-Player hast. Du kannst analoge Quellen anschließen, wenn du einen Plattenspieler nutzen möchtest. Du kannst über USB-C deinen Rechner anschließen, wenn du sie als Desktop-System nutzt. Und eben über HDMI auch deinen Fernseher, EARC. Das heißt, die Verbindung ist auch super einfach und du kannst deinen Fernsehton darüber wiedergeben. Ja, und das ist jetzt die Frage, im Gegensatz zu einer Soundbar, was haben die Dinger für einen Vorteil, beziehungsweise wo ist da der wirkliche Unterschied zwischen diesen LSX2 und, sagen wir mal, einer richtig guten Soundbar? Na gut, eine Soundbar passt genau unter den Fernseher, das kann man als vorteilhaft empfinden, ist aber gleichzeitig auch der größte Nachteil, weil dadurch ist in der Breite begrenzt. Diese Lautsprecher kann ich fast beliebig breit auseinanderstellen, habe dadurch automatisch eine breitere Kulisse und trotzdem über den Stereo-Effekt kommen die Dialoge genauso wie bei einer Soundbar aus der Mitte des Bildes. Und ich habe einfach einen besseren, einen offeneren, überzeugenderen Klang und ich kann damit noch Musik hören, was ich mit den meisten Soundbars nur eingeschränkt kann, meiner Meinung nach. Gut, es gibt natürlich Soundbars, die auch, sag ich mal, Musik besser abspielen oder schlechter, aber was die eben nicht müssen, sie müssen den Sound nicht über irgendwelche Wände abstrahlen. Das genau. Ist ja das, womit sich viele Soundbars behelfen. Genau, darüber machen sie dann halt die Bühne etwas breiter. Das hier sind klassische Stereo-Lautsprecher von der Aufstellung her und ich höre wirklich Musik auf einem Niveau wie mit einer guten HiFi-Anlage. Und dieses Niveau, das ist ja, glaube ich, vielleicht auch nochmal was man vielleicht ein bisschen besser beschreiben kann. Also, was heißt das denn? Mit was kann ich die vergleichen? Kann ich die wirklich mit einer kompletten HiFi-Anlage vergleichen? Mit Sicherheit. Also, wir haben schon über den Preis gesprochen, weiß ich nicht, aber du wirst, wenn du fürs gleiche Geld dir einen Verstärker und zwei Lautsprecher kaufst und die gleichen Funktionen hast, wirst du hiermit mindestens die gleiche Qualität, wenn nicht sogar eine bessere Qualität, klanglich hinbekommen. Und ich habe nur diese zwei Dinge. Genau, du hast keine zusätzlichen Geräte, keine zusätzlichen Verkabelungen. Aber wir hatten noch nicht über den Preis gesprochen, deswegen kannst du den mal kurz sagen und dann sieht das vielleicht dann doch wieder ein bisschen anders aus. Sehr gut, wir reden über 1500 Euro für das komplette Musiksystem. Bei den Vorgängern waren es, glaube ich, am Anfang 1300, 1300 Euro. 1300 und genau. 1200, genau, ist dann auf 900 runtergegangen. Die fangen jetzt etwas höher an, haben aber dafür eben USB und HDMI, was die alten nicht hatten. Muss man mal gucken, wo das hingeht. Ja, 1500 Euro ist für einen Anfang, es ist nicht wenig Geld. Ich glaube, dass sie es wert sind, aber der Sprung von den 999, die die Vorgänger aktuell noch kosten, ist schon groß. Aber heißt das, nur HDMI und USB-C ist der Mehrwert oder gibt es noch andere Unterschiede zum Vorgänger? Die Technik ist überarbeitet, verbessert. Von der Funktion her sind das die beiden Unterschiede. Also einen Akku haben sie nicht, das heißt, ganz ohne Kabel kommen sie nicht aus. Aber was heißt denn jetzt Wireless Musiksystem oder Wireless Aktivlautsprecher? Wie kommt der Ton von einem Lautsprecher zum anderen? Fangen wir mal damit an, wie der Ton überhaupt reinkommt. Ich habe einen Hauptlautsprecher, ich habe einen Zweitlautsprecher. Den Hauptlautsprecher schließe ich alle meine Quellen an oder es verbindet sich mit dem Internet. Hier werden dann die Signale aufbereitet und auch per Funk zu dem zweiten Lautsprecher geschickt. Ich kann da auch ein Kabel zwischen machen, dann klingt es theoretisch etwas besser. Das macht aber, glaube ich, in der Kategorie nur bedingt Sinn. Es funktioniert wireless völlig problemlos. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das Prinzip davon, dass es Plug and Play problemlos funktioniert und man auch nicht wirklich sich dann noch groß einlesen muss oder HiFi wirklich studiert haben muss, sondern das kann jeder zu Hause benutzen. Genau, ich stecke Strom dran, ich mache, lade mir die App runter, starte die App und ab da führt mich die App durch den Setup-Prozess. Wenn mein Telefon, also übernimmt, nachdem ich das autorisiert habe, die Netzwerkdaten von meinem Telefon und dann spielt die Musik.
App ist ein gutes Stichwort, denn das ist quasi die vorgesehene Bedienung dieser Lautsprecher mit der App. Nun gut, es gibt eine Fernbedienung. Also wenn ich auch abends beim Fernsehen mal kurz lauter leiser machen möchte, mache ich das über HDMI sowieso mit der Fernbedienung vom Fernseher. Wenn ich zwischendrin mal irgendwie was regeln möchte, gibt es auch eine Fernbedienung. Aber ich kann wirklich alles, Quellenwahl, Musiksteuerung, Einstellung am Lautsprecher, Raumakustikoptimierung, kann ich alles über eine wirklich gut gemachte App einrichten. Oder vielleicht auch diese Kleinigkeit, die man noch erwähnen muss. Mit der App kann man natürlich auch auswählen, welcher von beiden rechts und welcher links ist. Genau, das ist nicht unwichtig, wenn ich jetzt halt an einer bestimmten Stelle den Hauptlautsprecher hinstellen muss, damit ich den Anschluss mit einem Fernseher, damit das Kabel lang genug ist, kann ich das in der App einfach links und rechts tauschen. Überhaupt kein Problem. Das ist auf jeden Fall praktisch. Die gibt es aber jetzt nicht nur in dieser blauen Variante, oder? Nein, da gibt es noch, ich glaube, vier andere Farben. Noch so eine Carbon Black heißt die, ebenfalls mit Stoff bespannt ist. Eine sehr knallige rote, matt lackierte, eine matt weiße und dann noch eine Sonderedition, auch wieder mit Stoff bespannt, mit Muster drauf. Mir persönlich gefällt das mit dem Stoff sehr gut, aber man kann auch ganz dezent matt weiß nehmen zum Beispiel. Sieht sicherlich auch sehr gut aus. Ja, ich glaube, bei denen geht es dann auch eher darum, dass sie zum restlichen Mobiliar im Wohnzimmer passen. Unbedingt. Und sie können ja auch durchaus eine Alternative sein, weil das Mobiliar oder eben der Fernseher nicht mehr den Platz für eine Soundbar bieten. Und dann hat man auch noch einen besseren Klang, wenn man sich dann einfach ganz normal Musik anhören will. Genau. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr von diesen KEF LSX 2 haltet. Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, findet ihr natürlich nicht nur die Links zu den besten Angeboten, sondern vor allem zu Olafs ausführlichem Testbericht unten in der Videobeschreibung. Wir hören uns da jetzt zusammen noch mal ein bisschen was an, weil das echt Spaß gemacht hat. Das lohnt sich auf jeden Fall, ja. Genau. Und ich sage nur noch bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.